Hat es bei euch am Wochenende auch so geregnet? Das ging, also wir haben immer mal so kurz Regen und dann hört das wieder auf. Ich bin so froh, dass wir fürs Festival noch vorher eine Pension gefunden haben, weil bei uns hat es nur geregnet. Und das hätte ich einfach, da hätte ich gar keine Lust gehabt. Die haben die Autos, also nicht so schlimm wie bei Wacken, aber die hätten die Autos, haben sie teilweise raufziehen müssen, auch wie in Wacken, und auch wieder runterziehen müssen und dann in der nassen Scheiße schlafen. Ich bin so froh, dass ich einfach ein Bett unterm Arsch hatte, ne? Okay, da hat er schon irgendwo was umgefuckt. Echt? Wo? Vorne? Ich glaube, das klang wie vorne, dass er irgendwo. Ich sollte vielleicht mal aufhören zu reden. Warte mal, im Blauen ist auf jeden Fall frei. Hier Ich hab ist hier. nix, ne. Doch, klar, hast gehört. Hier. Hier. Ja. Der hat geduscht. Der kleine Miese. Hier liegt eine Gabel. Das ist eine Gabel? Hier unten. An der Wand. Siehst du die Wenn nicht? kennt. Nö. Ich mach dir mal einen Screenshot und schick dir den mal. Du kannst in uns Dings reinposten. Ja. In die Dingstag-Gruppe. Was nur Bilder und Videos, habe ich ja eins. Gucken, weit unten, glaube ich, ne? Wieder Videos, Fasmo. Da kommt. Unser hat's wieder gebrannt am Freitag, ja. Wir gehen mal ganz stark davon aus, dass bei uns immer irgendjemand Feuer legt. Wir müssen die Puppe haben, ne? Ja. Super. Oder hast du bei uns Feuer gelegt? Oh, hier ist sogar. Großmuttis alte Hüfte. Hast du bei uns vielleicht Feuer gelegt? Ich? Ja. Warum? Bei uns hat es Freitag nachts gebrannt. Okay. Dieses Jahr schon das zweite oder dritte Mal im Keller. Also ich weiß nicht, ich war auf dem Festival. Nicht unschuldig. Bei mir hat vielleicht der Helm gebrannt, aber sonst. Okay, keine Finger. Ich glaube, ich habe Gefrierpupsi, oder? Der ist aber ganz schön. Hui. Der ist fingerisch, ja. Alter, der will es wirklich, also der fingert gern. Ich habe keine Ahnung, ob ich gefrühe habe. Sieht mir so komisch aus. Mal ja, mal nee. Ne, das eine Mal hat es bei uns in der Spinne an der 16. Das andere hat es mal in der 20 unten im Keller gebrannt. Und jetzt ein paar Monate später auf einmal in der 18 unten im Keller. Und das war nachts kurz vorm 2. Okay. Das ist bei uns der Strom merkwürdig. Ausgegangen. Da ging der Strom aus. Ich war gerade am Stream. Ging der Strom aus, dann ging er wieder an. Und dann, ist ein, zwei Sekunden später, war er wieder weg. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Gucke bei mir aus dem Küchenfenster und habe unten Blaulicht gesehen. Okay, krass. Und da war mir halt alles klar gewesen. Was willst du? Wie alt bist du? Es reagiert schon wieder nicht. Hallo? Sehr schön. Wir haben auch eigentlich so fast alle im Verdacht, wer es sein könnte. Okay, wer denn? Ja, halt auch einer, der da wohnt. Halt auch einer, der da wohnt. Ich glaube, mein Spiel hat sich aufgehängt. Was? Nee, doch nicht. Okay. So, dann ist das aber. Das ist nämlich der, der hat nämlich angerufen. Das ist der hat angerufen und hatte der irgendwie. Ja, da sollte der halt in den Krankenwagen so wegen Rauchvergiftung so gucken und auch jemals ist der abgehauen. Wo er gemerkt hat, dass die Polizei nach dem gesucht hat. Okay. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er es wohl gewesen sein könnte. Beim ersten Brand, wo es war, waren es 3 Verletzte mit Rauchvergiftung und dieses Mal waren es sogar schon 10. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Möchtest du mal die Box probieren? Bei mir geht die nicht irgendwie und ich beim Umstellen reagiert die irgendwie auch nicht. Irgendwie ist bei mir ein ganzes Spiel kaputt. Okay.
andersrum geschmissen. Hallo? Oder, ach, der hat jetzt ja drüben Glas geschmissen. Vielleicht hat er aber durchgefuckt. Oder bloß ein Dreier. Okay, Box. Okay, gut. Ich hab's wieder mit den Textdings gemacht, also. Sprache reagiert bei mir auch sehr selten. Ist aber komisch, das ging früher mal ohne Probleme. Ja, und da das bei mir jetzt immer so rumspackt, nehme ich jetzt halt meistens bloß Text. Du bist natürlich, wenn der dann in dem Moment mit Tanten anfängt. Da ganz schön gerne an der Tür rum. Ja, okay, Demo, schon fast 2 Stunden. Nee, 15 Minuten. Ist gerade unsere erste Runde. Gemacht, alter Vater, was ist denn mit dir los? Action, zeig doch mal heute ein bisschen Einsatz. Was machst denn du, Ner? Oh, das ist so schlimm hier mit David, ey, der macht nichts. Ey, die Pupsnase, die kommt hier rein, die knattert nur rum. Das ist furchtbar, ich sag's dir. Nix passiert hier. Schlimme der Frau. Ich kündige. Ah, guck, ich habe die Aufgabe erfüllt, er ist durch den Sensor gelaufen. Cool. Was machst du so? Nicht. Ich habe rausgefunden, dass wir Box haben. Das ist schön für dich. Siehste? Siehste? Hast du schon Bilder gemacht von Fußis? Bin gar dabei. Ah ja. Kleiner Fußfetisch ist hier. Aber nur so die richtigen ranzigen Käsefüße. Cool. Der macht. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Das weiß er selber nicht. Okay, ist auf jeden Fall das kleine Kind, wie es aussieht. Ein ziemlich kleiner Käsefuß. Das hat jetzt nicht gezählt, das letzte Foto. Wow, die hat gerade nur an der Tür rumgefingert, ne? Total geil. Ja, ja. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Käsefuß. Moroi, Onyo, Zwillinge, Mimik. Also Mimik ja nicht, aber Orb sehen wir keinen. Warum? Was haben wir denn als zweites? Ja, wir haben doch Frio und Box. Das Gefrieren? Nee. Ich hab gesagt, ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, ist minus 8 Grad. Ich dachte, ich hätte das noch erwähnt. Entschuldigung. Nö. Dann hab ich's jetzt erwähnt. Ja, schön. Also, Moroi können wir schnell rausfinden, weil der müsste mittlerweile wieselschnell sein. Mhm. Okay, Boris voll. Was die ganze Kündigung, weil ich sehe zuerst Feuer. Limo, du. Limo. Limo. Limö. Limö mit Ö. Zwillinge, ja gut, ich meine die Finger. Eigentlich. Naja. Nicht wirklich zeitgleich in. Nee, also Zwillinge. Also ich glaube Onryo oder Moroi. Moroi. Ich denke fast Moroi. Die hat das schon ins Licht angemacht, die hat Angst im Dunkeln. Ja, jetzt Finger zu diesem blauen Zimmer. Okay, hier ging ein Vibrator. Ach ne, das Telefon. Der ist ja fast wie ein Vibrator. Ach, jetzt Alter, schmeißt du noch das Buch rum. Die ist richtig sauer. Oh. Ach, guck oh, oh. Guck mal. Wir haben nur da hinten das Versteck, oder? Ist ja auch irgendwie. Oder haben wir Garage noch frei? Garage, nee. Ich weiß nicht, auf dem Keller was war. Keller war, glaube ich. Da, sagt man das Lemü? Lemü? Der nee, Lemü.
Sehr schön, also haben wir da, wo die drin ist, ist versteckt. Finde ich gut. Das ist auf jeden Fall sicher. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn sie Moroi ist. Alter. Okay, die kann jetzt hier hinten anfangen. Die ist zu mir gekommen. Ja, das Einzige, was du machen kannst, hier stehen, wenn sie kommt, dann kurz räuchern und ganz schnell ins Zimmer hinten rein. Ja. Also wenn es ein Moroi ist, vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Onryo. Dieses Ziel. Okay, ich glaube, ich muss los. Gut, so wir stehen da beide so einmal so Ding. Ich glaube, die ist ja gerade wieder im Bad umgefuckt. Vielleicht doch Zwillinge jetzt? Jetzt gerade wieder. Hier, die schmeißt sie jetzt hat sie hier vorne wieder das Buch umgeschmissen. Kann die denn so schnell von da hinten bis hier vorrammeln? Also jetzt könnte fast Zwillinge passen, weil die hat hinten die Tasse gefuckt und eine achte Sekunde. Vorne eigentlich, ja. Ja, und gleich danach vorne. Einmal im Bad und dann einmal hier im Flur. Könnte auf Zwillinge passen auf einmal, ja. Vielleicht war der andere ja gerade Brötchen holen oder so. Oder keine Ahnung. Kacken beim Fleischer. Oder drüben beim Nachbar sich besaufen. Kann auch sein. Okay, wir haben uns das Ende hier noch nicht unten. Sehr schön. Wir hocken uns in den Schrank rein. Komm hoch machen. Ich halt links zu. Oh, die sitzt hier drin. Sie hat Licht angemacht. Okay, sie hat wirklich Angst im Dunkeln. Okay, sie will es wirklich wissen. Sie will es wissen. Aber richtig. Andere Kruzifix auch noch? Ja. Ja, das war jetzt das im Badezimmer. Bad. Ja. Alter. Also, der ist hier drauf. Das Geile ist, die müssen jetzt genau hier drin anfangen. Dann werden wir einfach beide tot. Ja. Cool. Finde ich auch gut eigentlich. Jetzt auch das Rote ist durch. Alter. Ich glaub's Moroi. Oder Zwillinge, ja, Zwillinge, wegen. Jetzt hörst du aber halt. Jetzt fuckt sein nichts mehr rum. Jetzt wirst du bloß noch den Kruzifix an. Ah, die sind ja nur kaputt. Ja. Fängst du es auch mal an zu handen, oder? Ah! Ans Fenster? Ah, das ist bestimmt der Nachbar von drüben. Alter! Ich hab mal rausgeworfen. Doch, gerade wirklich, wir sind tot, aber es ist kein Moroi. Ja, wir haben wirklich geräuschert. Sie klingt aber ein bisschen langsamer. Könnte? Das würde ich sagen. Also ein bisschen, finde ich. So ein bisschen entspannter. Naja, die ist voll gechillt, ne? Ja. Ich dachte echt, wir sind tot, ne? Für das, was die jetzt gerade rumgeschmissen hat, muss ich sagen, läuft die ziemlich gechillt. Ich habe jetzt Zwillinge eingetragen. Halt mega undankbar, wenn du genug da das Ding hast, das Versteck, wo der Scheiß anfängt. Das ist wirklich eine miese Nummer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab ein paar Geschenke mit für deine Kinder. Ich hab keine Kinder. Noch nicht, aber irgendwann mal.
Nee. Irgendwann mal so in 30 Jahren. Wie alt bist du dann? 103er? Genau, ja. Ja, siehst du, da kannst du doch. Da kannst du doch langsam mal anfangen. Fahren Sie. Ich fahre. Okay, ausnahmsweise. Geil. Super. Zwillinge. Oh. Aber eine Doppelinteraktion. Eine. Also. Fand ich auch irgendwie ein bisschen schwach.